Willkommen zurück, liebe Buddhabillen, zum FIFA 16 Karrieremodus. Ja, es ist ein wirklich hartes Programm, was wir momentan durchlaufen. In der Bundesliga hatten wir Dortmund, Bayern, dann international Fenerbahce, sofort Ingolstadt und jetzt hier Eintracht Frankfurt. Und ihr seht, die Mannschaft, obwohl die gar nicht gespielt hat zuletzt, ist sie doch ein bisschen verhungert, ne? Teilweise vorne Lorenzen, Traoré, Gnabry, Afdijai sind schon ein bisschen angeschlagen, Brauer, unser Linksverteidiger natürlich auch, der ist noch nicht so lange dabei, für den ist das auch eine Anstrengung, da müssen wir jetzt durch, aber Frankfurt sollte genau wie Ingolstadt doch ein machbarer Gegner sein, wo man auch mal nicht mit 100% durchaus 3 Punkte holen kann. Den Arena-Geblubber-Scheiß lassen wir jetzt mal hier außen vor und gehen direkt ins eingeschneite Stadion. Hoffentlich bricht uns das nicht die Beine, hoffentlich rutschen wir nicht aus, unnötig, im eigenen 16er. Vielleicht ist das Wetter gut für Frankfurt, wer weiß. Auf jeden Fall sehe ich, dass da oben jetzt Serge Gnabry durchgelaufen ist und dass das ein richtig geiler Start werden könnte hier. Serge Gnabry schießt leider nur den Torwart an, ne, das gibt's doch nicht. War ein guter Anfang aber. Traoré. Wurde geschickt von Serge Gnabry. Jetzt eine ähnliche Situation. Kriegen wir den irgendwie da hinein? In die Arme von Lindner. Das war übrigens ein Pass, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Es war kein Schuss. Es war ein Pass, den wollte ich in die Mitte senden. Hat nicht so gut funktioniert. So, mal nach außen zu Lorenzen, der sich da nicht behaupten kann gegen Chandler. Ist natürlich auch ein ganz solider Außenverteidiger. So, Brauer, kannst du was? Nee, erstmal abspielen. Und wir verlieren den Ball. Naja, wer weiß, ob wir offensiv noch so viel reißen können hier. Wir bleiben erstmal dran. Das dauert zu lange. Oder wollte ich den reinchippen, aber auch das wird nichts. Schade. Serge Gnabry wieder über die Außen. In den Strafraum. Alles voller Frankfurt-Spieler. Da kann man ja gar nichts machen. Mit etwas Glück kriegen wir hier die Ecke und können daraus vielleicht was entstehen lassen. Hajrović mit dem Kopfball am Tor vorbei. Puh. Vielleicht müssen wir über Ecken kommen oder über Flanken. Vielleicht können wir uns da nicht so gut durchdribbeln. Mal sehen, was das Spiel uns so bietet. Wieder Serge Gnabry über die Außen. Diesmal von Hajrović geschickt. Und wieder kommt er über die Innenseite im 16er, kriegt man aber keine Kontrolle rein. Noch ist das Ding hier nicht gelaufen. Lorenzen, vielleicht kommt der über die Außen. Lorenzen, ne, wird wieder aufgehalten von Chandler. Ja, die erste Halbzeit war nicht so spektakulär. Krass fand ich, dass Frankfurt es echt geschafft hat, uns über 10, 15, 20 Minuten am eigenen Strafraum festzuhalten. Unglaublich, dass sie so eine spielerische Stärke haben. Dass wir da nicht durchdringen können. Naja, lag vielleicht auch an der spielerischen Schwäche von mir, ne? Kann natürlich auch immer sein. Zum anderen an meiner Schwäche, allerdings auch an der Spielerschwäche, denn sehen Brauer über die Außen kommt gar nichts. Also über die linke Seite kommt gar nichts. Immer wieder Serge Gnabry liegt an vielen Facetten. Jetzt mal Lorenzen über die Außen. Kann er reingespielt werden? Nee. Wurde erstens schlecht reingespielt und dann auch noch generell von der Situation her nicht wirklich angemessen da zu passen. So, ich habe jetzt mal ein bisschen ausgewechselt. Auf der linken hinteren Seite, also in der Defensive, habe ich jetzt mal Hector Bellerin eingewechselt, weil über Brauer ging leider gar nichts und ja, dann habe ich vorne links noch den Bergfried reingehauen. Die kennen sich aus der Mannschaft. Spielen natürlich nicht so positionsmäßig zusammen, aber das kann ja trotzdem schon mal helfen. Momentan klappt das hier aber. Traoré mit dem Schuss, abgefälscht von Anderson, 1:0. In der 69. Minute ist das Ding. Ja, damit etwas Glück drin. Da haben die Auswechsler natürlich nicht viel mit zu tun. Aber wir haben den Ball gut gespielt, gut hinbekommen bis zum 16er. Und dann der Schuss.
War natürlich mega Glück, muss man einfach so sagen. Der Ball war, glaube ich, gar nicht so gut geschossen von Traoré. Aber hat immer noch gereicht für ein Tor. Bergwien. Erste Aktion von Bergwien. Schummelt sich in den 16er. Bergwien. Bergwien wird gefoult und das ist eigentlich auch eine klare rote Karte hier. Elfmeter gibt's. Was gibt's für eine Karte? Keine. Doch, es gibt die rote Karte. Und ich glaube, das ist auch Anderson, oder? Nee, Chen. So haben die Chen danach gebaut. Okay. Okay. Ja. Chandler mit der roten Karte vom Platz verwiesen. Sieht man hier, ja, das ist einfach nicht klug gemacht. Und Hajrović kann jetzt mal zeigen, was in ihm steckt. Den reinmachen und der macht das Ding rein und dem Torwart noch durch die Beine geschlittert. 2:0 nach 80 Minuten knapp. Die letzten paar Minuten sollten wir jetzt auch noch sinnvoll rumkriegen, indem wir da nichts anbrennen lassen. Hatten wir ja schon mal, ne, gegen Freiburg, wo wir dann auch 2:0 geführt haben und in der letzten Minute noch das Gegentor bekommen haben. War natürlich relativ sicher, dass wir gewinnen, aber muss ja nicht sein, so eine Kleinigkeit. Und wieder ist der Gegner am Ball und wieder ist er drin. Alex Meyer aus dem Nichts. Aus dem Nichts kommt er. Das ist ja unfassbar, wie der das macht. Der Mann mit dem Zopf, das Torphantom. Traoré. Das war gut gespielt. Bertrand Traoré. Stark in der Mitte. Stark macht das 3:1. Und das ist jetzt definitiv die Entscheidung. Also, wenn Frankfurt jetzt nochmal zurückkommt, dann stimmt da irgendwas nicht. Das war wieder super gespielt. Stark mit einem komischen Schuss. Aber mir scheißegal. Er ging ins Tor. Und Niklas Stark ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Vor allen Dingen defensiver Mittelfeldspieler. Der sehr torgefährlich ist, ist mir jetzt in den letzten Spielen mal aufgefallen. Da war er immer sehr torgefährlich, immer weit vorne und hat dann letztendlich auch Tore gemacht, ne? Doppelpack hat er auch gemacht. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, aber so lang her ist es auch nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass da nicht wieder ein Kopfball durchkommt. Bergwien zu Bellerin. Der ist schnell, der ist noch frisch. Jetzt knacken wir sie. Und Serge Gnabry, nicht dein Ernst. Das hätte das 4:1 sein müssen. Frankfurt macht jetzt richtig auf, macht Fehler, ist natürlich müde. Das kommt uns sehr zugute mit unseren schnellen Stürmern. Vor allen Dingen mit einem Hector Bellerin, der noch fit ist, und einem Traoré, der auch nicht so viel gelaufen ist. Aber jetzt ist es vorbei. Wir haben gewonnen. Und das ist doch schon mal ein guter Einstand in diesem Part. Als nächstes haben wir nämlich eine etwas härtere Nuss. Dortmund gewinnt, Augsburg gewinnt und auch Schalke gewinnt. Nächster Gegner ist nämlich Wolfsburg. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Da sollten alle regeneriert sein. Das sollte jetzt keine großen Probleme geben. Die Sperre ist auch abgelaufen für Jan Kirchhoff. Das ist gut. Und wir sehen hier nochmal, wie es mit unseren Jugendspielern aussieht. Jonas Tah. Einfach ein Tier. So, wen haben wir denn da noch? Sonst keine großen Leute hier, ne? Raphael Lesser, ja, ist auch abgerutscht. Den können wir freigeben. Der hat auch noch Potenzial, der Junge hier. Maurice Steiniger. Können wir den Vertrag anbieten? 70.000? Na, wir lassen es erstmal noch. Bei Jonas Tah, ach, den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne, den Jonas Tah. Hier, ah, sieht auch nicht so stark aus, ne? Bandowski. Das hier ist nicht schlecht eigentlich. Hat ein ganz gutes Potenzial, ist allerdings jetzt auch noch ziemlich schwach hier als Stürmer. Felix Koch. Sieht nicht aus wie ein Felix Koch, aber nur gut. Muss auch mal sein, sowas. Simulieren wir mal weiter. Belgien will mich haben. Das lehnen wir ab. Ich habe hier auch noch... ach nö, Westergaard. Du willst auch mehr Geld? Hier, Lukimian zum Beispiel und auch Finn Bartels. Die Nachricht seht ihr jetzt nicht, aber Finn Bartels hat auch gesagt hier, Trainer, ich habe hier unterschrieben als Man of the Match direkt gewählt und was nicht alles.
Und jetzt werden sie jedes zweite Spiel eingesetzt und die meckern rum, Alter. Ich habe zwei Stammmannschaften, ne? Eigentlich, ich würde das gerne so kommunizieren, aber es geht wohl leider nicht. So, wir schauen uns mal den Vertrag von Vestergaard an. Der läuft noch ein bisschen, der will 20.000 mehr, das können wir ihm geben. Der ist auch wichtig. Das ist ein guter Junge, der ist wichtig. Da machen wir mal essentielle Stammspieler. So. Und das war jetzt nicht so toll, was ich hier gesehen habe. Aber gut. Hier sollte es aber passen. Bergwien, Alter, du hast ja überhaupt keine Ausdauer. Junge, 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 Junge. Daran müssen wir noch arbeiten. Aber gut. Wir gehen ins Spiel. Die ersten paar Minuten sollte er trotzdem gut dabei sein. Sollte kein Problem sein hier. Ansonsten sind wir top ausgerüstet. Junuzovic, Nacho, Mané. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch Hector Bellerin hat sich gut erholt, ist bei Kräften, der hat ja auch ordentlich was geleistet noch im Spiel. Auch hier sparen wir uns mal wieder das Arena-Geplänkel und gehen ins verregnete Waldstadion. Immerhin hat es nicht geschneit. Vielleicht tut das ja auch einiges zur Sache, die Wetterbedingungen. Wenn es jetzt schneit, weiß ich gar nicht, wie das ist, ob da die Ausdauer schneller sinkt oder so. Das ist ja bei schwierigem Untergrund ist der Körper ja mehr beansprucht, ne? Man muss mehr ausgleichen mit den Muskeln, das Rutschen eventuell ein bisschen ausgleichen und da kann es schon mal vorkommen, dass man natürlich körperlich deutlich mehr beansprucht wird, obwohl man schlechter spielt und weniger läuft. Und Wiedwald, Wiedwald, danke, dass du unseren Mitspieler wegrätscht. So, und das war eigentlich ganz gut gesehen, aber der Ball kommt nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte, auf Bergwien, der Pass von Mané. Hallo. Oh, da kriege ich mal einen jetzt hier. Das ist ja, also die Spielerauswahl war gerade irgendwie komisch. Druck machen. Wolfsburg will also erstmal ruhig das Spiel aufbauen, hintenrum spielen und dann tödlich zuschlagen. So kennt man sie. Allerdings ohne Kevin De Bruyne werden sie schwerer haben gegen uns. Zumal wir auch so einen Kevin De Bruyne schon in der Champions League hatten und da hat er auch nichts gebracht. So, erstmal schön hoch in den Lauf, aber auch der kommt nicht an. Gute Abwehrarbeit. Auch Schöle hier, Mensch. Schöle und Schäfer. Die drehen hier richtig ab. Kruse. Der Sturm bei Wolfsburg ist jetzt nicht so krass, ne? Okay. Ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Nacho, lauf nach vorne. Da brauchen wir dich. Ist es jetzt Nachos Ernst, dass er da hinten stehen bleiben will? So, jetzt läuft er nach vorne, oder? Mané. Ah, ist da ein bisschen träge und kommt dann letztendlich auch nicht vorbei. Aber jetzt haben wir sie ein bisschen reingedrängt. Das könnte doch passen, aber Nacho kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Da ist Traoré, glaube ich, ein bisschen weiter. Beim Abschluss ist Nacho vorne. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den beiden Superstürmern hier. Vor allen Dingen, wenn man sich das Potenzial anschaut. Das sind ja die Top-Talente, die wir hier verpflichtet haben im Sturm. Das ist natürlich auch eine glückliche Situation, als wäre der Bremen Talente zu haben. Da können wir in der Wirklichkeit nur von träumen. Draxler mit einem wuchtigen Kopfball aus der zweiten Reihe. So, was machen wir hier? Den schicken wir auch wieder zurück in die zweite Reihe. Kirchhoff. Junuzovic. Von Junuzovic erwartet man natürlich viel als Kapitän. Legt hier gut den Ball rüber. Mané, gutes Stellungsspiel. Mané, viel Platz. Mané mit dem Schuss abgefälscht von Dante. Eckball für uns. So, machen wir da was Besonderes. Ich sehe, dass er da ganz gut hinkommen könnte. Oh, gefoult. Eindeutig gefoult. Was? Er ist doch gefallen. Das war doch ein Foul. Oh, wieder mal so eine Situation, wo ich sage, ey, das war eindeutig ein Foul und ich kriege keine Elfmeter. Und hier, jetzt war das anscheinend ein Foul von Junuzovic. Sehe ich ein bisschen anders. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr generell die Schiri-Leistung hier bei FIFA beurteilt. Ob ihr bis jetzt gar keine Probleme hattet. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt nur schon eine ganze Weile draußen. Ihr solltet ja schon einige hunderte von Spielen gemacht haben. Da sollten eigentlich schon ein paar Fehler anfallen.
Eigentlich, wenn man das so in Relation setzt, ne, so Bugs bei Spielen und hier Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, ist das ja noch eigentlich ganz human. Aber wenn man das jetzt als Fußball sieht, den er ja darstellen soll, dann sind die Fehler doch schon recht schlimm und auch kacke. Mané, jetzt mal hier lang und außen wurde der Nacho zugestellt. So, jetzt aber. Rein in den 16er, abgeschlossen und Benaglio hält den. Oh, den hätte ich vielleicht flach machen sollen. So, machen wir wieder dahin. Nee, komm, wir flanken den mal rein. Ein bisschen weiter vom Tor entfernt. Zweite Chance. Wieder. Der war echt nicht gut, die Flanke. Bartels. Lässt sich da von Draxler abkochen. Ja, wo sind wir denn? Mané macht Druck. Naldo. Keine Fehler bei den Wolfsburgern gerade. Oder? Ja, ich habe gerade gesehen, Bergwijn ist schon ordentlich runtergewirtschaftet. Viel kommt da nicht mehr. Hier immerhin reicht es noch, um den Ball zu gewinnen. Hector Bellerin. Muss da über die Außen alleine gehen, weil Mané sich mal ein bisschen in die Mitte abgesetzt hat. Was zur Hölle? Wieso kommt der Ball denn zu Mané? Der sollte zu stark gehen. Zu stark, sage ich schon. Zu Kirchhoff gehen. Hatten sie wahrscheinlich gedacht, Kirchhoff, hä, der ist so rückgesperrt. Na gut, Westergaard klärt gegen Luis Gustavo. Wolfsburg noch nicht wirklich mit krassen Offensivaktionen. Der eine Kopfball, ansonsten dominieren wir das Spiel im Mittelfeld, würde ich mal sagen. Also offensiv sind wir klar die bessere Mannschaft. Defensiv hat Wolfsburg sehr viel Ballbesitz. Liegt natürlich auch daran, dass sie eher destruktiv spielen, also mehr so hintenrum. Ohne jetzt wirklich einen krassen Drang nach vorne zu haben. Ich versuche das ja immer mit so kleinen, schnellen Passspielen wegzumachen. Bartels, och, braucht zu lange, um die Richtung zu ändern. Da wollte ich noch nach unten ausweichen. Oh, der Ball ging durch Bergwijn durch. Das ist doch lächerlich. Ah, halt ihn auf. Ja, komm, Foul kann er gerne geben. Den hat er doch, der Wiedwald. Den hat er doch. So, schön zu Mané. Und jetzt Mané in den Lauf. Naldo! Eiskalt Mané weggesenzt. Also, das kann schon mal eine deutliche Karte geben. Hier, es gibt die gelbe Karte für ihn. Vielleicht sogar ein bisschen bunt. So, wir haben einen Freistoß, wir haben Junuzovic. Ihr wollt, dass ich mit Junuzovic Freistoß-Tore schieße und ich versuche so ein Penalju. Was hält den auf der Linie und geht noch ein paar Schritte Richtung Tor? Also das war ein bisschen Glück. Na. Ey, wieso denn den 2-Kilometer-Pass, wenn 2 Meter daneben einer steht, ne? Manchmal bin ich ein bisschen pissig. Ah, oh, Junuzovic, sehr schön. Richtig gut. Und von hinten, Naldo. Ey, das ist die gelbe Karte. Naldo senzt den Nacho von hinten weg. Und es gibt nichts. Ulises Garcia, Junuzovic. Komm noch daran, nein! Wieso denn in den Lauf? Der sollte doch in den Fuß kommen, der Ball. Die Pässe sind hier noch sehr unterschiedlich. So, das war wieder gut gemacht von Kirchhoff. So langsam wird er eine richtig krasse Position bei uns ausfüllen hier. Oh, da kommt er durch. Mané mit dem Schuss. Aber wieder dieser Benaglio. Das ist ja unfassbar, was der hält. Der ist ja überall noch dran. Ey! Was? Was? Finn fucking Fussel Bartels, Alter. Den holst du schön wieder den Ball. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Und jetzt macht Bartels noch einen Foul, dass wir hier den Ball nicht bekommen. Das wird ja immer schlimmer. Was soll ich denn machen mit dem Jungen? So, Bergwien, das schaffst du nicht, oder? Nee. Der ist schon ganz schön K.O. Irgendwie müssen wir da vielleicht noch bei Naldo mal ein bisschen was forcieren. Alter, so, wir wechseln erstmal aus. Bergwien ist zu abgeranzt. Da könnten Traoré ganz gut helfen. Ansonsten ist die Mannschaft eigentlich noch recht fit. Sieht noch ganz stabil aus. Hector Bellerin, was kommt über ihn? Erstmal normaler Pass. Ah, ich merke schon, Wolfsburg wird aggressiver, wird offensiver. Bartels, kann ich mich da durchschleichen? Ach, Luis Gustavo wehrt das Ding ab. Der Ball wäre sowieso um nichts versandet. Wir kriegen nochmal einen Eckball. So, den schießen wir mal ein bisschen nach hinten hin. Da ist Junuzovic. Junuzovic mit dem Schuss! Jawoll! Endlich ging's mal auf! Endlich ging's mal auf! Wie geil ist das denn in der 77. Minute? Schöne Ecke angenommen. Nochmal Richtung Strafraum und dann mit links an allen vorbei. Wahrscheinlich auch spät zu sehen für Benaglio. Und da kann er dann nun wirklich gar nichts mehr machen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. So, und jetzt muss Wolfsburg kommen. Allerdings, wir wissen es aus dem Frankfurt-Spiel, ein Tor ist kein Tor. Selbst bei zwei Toren kriegen wir es noch hin, in der letzten Minute ein Gegentor zu kassieren und so nochmal Druck auszuüben. Wieso gab es jetzt keine Ecke? Ach, das ist doch wieder ärgerlich. Rüdiger, sensationell. Verdammt, gib mir den Ball. Luis Gustavo. Nacho, ey. Ich hasse es. Ich hasse es. Wieso, Traoré? Wieso läufst du nicht? Gibt's doch nicht. Junuzovic nochmal. Traoré. Traoré, das ist eine gute Position und der macht das 2:0 in der 86. Minute, nein, in der 87. Minute. Da war er denn da. Er hat seinen Abschluss verbessert. Er hat an sich gearbeitet und macht das hier eiskalt. Ähnlich wie Junuzovic aus einer ähnlichen Position, allerdings unter ganz anderen Bedingungen. Trotzdem freuen wir uns genauso sehr. 2:0. Naldo braucht nicht mal eine rote bekommen und wir ziehen die hier ab. Hat gesehen, die haben sich auf die Defensive verlassen und irgendwann klappt das denn halt nicht mehr. So, jetzt sind wir durch. Mané. Oh, Mané dribbelt sich hier durch. Mané und Traoré mit dem 3:0 in der Nachspielzeit. Da kommt der noch irgendwie ran und macht's dann letztendlich. Super Solo von Mané, dribbelstark, Abschluss nicht so geil. Allerdings, Benaglio ohne Chance den Ball zu halten, muss ihn abwehren, macht's zur Seite, aber da steht dann eben unser zweiter Goalgetter, Bertrand Traoré, hier mit einem Doppelpack in den letzten 3 Minuten. Da kommt nichts mehr. So, und da müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir hier nicht unnötig gelbe Karten kassieren. Wir gewinnen. Hochverdient, wie ich finde. Und na, vielleicht war das 3:0 zu viel, aber ein 2:0 war, denke ich mal, sehr, sehr verdient. Wolfsburg nur 2 Schüsse aufs Tor. Hertha gewinnt gegen Gladbach. Gladbach war dicht hinter uns. Hatten wir schon relativ weit abgehängt. Hertha ist jetzt aber uns auf den Fersen. Relativ auf den Fersen. Ne? Wir sehen es, wir sind ein bisschen rangekommen. Bayern 12 Punkte weg. Dortmund nur noch 4 Punkte entfernt von uns. Ja. So schließt sich das alles und mit etwas Glück hat Traoré jetzt einen Abschluss. Nee, verbessert seinen Abschluss nicht auf 80, aber Dragowski wird zu 77, Tah 62, Brauer 53 noch. Nee, 54.
Rechts sehen wir, es hat er sie aufgewertet. Es geht voran. So, und der nächste Gegner ist Schalke. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Nicht nur, dass wir gewonnen haben, nein, auch Jannik Westergaard verlängert nach diesem glorreichen Sieg. So, und hier Santiago Garcia ist ein bisschen traurig, dass es für ihn nicht so läuft momentan, dass ich einem Brauer den Vorzug gebe. Der ist allerdings gut dabei, ne? Kann man nichts sagen. So, hier wollte ich jetzt nochmal Kirchhoff reinnehmen für Bargfrede. So, dann hätten wir das alles fertig. Die Mannschaft ist bestellt. Schalke kann besiegt werden im nächsten Spiel. Die sind, wo sind die eigentlich? Neunter. 37 Punkte, neunter. Ja gut, also ich würde sagen, dann machen wir morgen ein kurzes, geschnittenes Schalke-Spiel. Und danach ist dann, glaube ich, auch Champions League, oder? Genau, da ist das Rückspiel gegen Fenerbahce. Das kriegen wir alles hin. Das sollte absolut kein Problem sein. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr habt dann morgen genauso viel Spaß wie mit diesem Part. Wir sehen uns. Ciao.